Mädel, Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um was, das mich persönlich einfach nur noch verwirrt, und zwar der 1. April. Ich komme in das Konzept einfach nicht, warum es geil ist, sich speziell an diesem Tag irgendeine schlechten Pranks auszudenken, die eh zum Großteil jeder durchschauen kann und nur aus Nettigkeit mitmacht, und dann irgendwie jemanden damit zu pranken, zu verarschen, zu April, das heißt, ich komme nicht in das Konzept, was Leute daran geil finden, am 1. April, so, hey, ich kann jemanden Streich spielen, mega geil, das ist ja voll die neue Innovation und bestimmt noch nie passiert, das kann man bestimmt nicht an jedem anderen Tag machen und das wäre unerwarteter, so, der 1. April ist einfach der schlechteste Tag, um jemanden Streich zu spielen. So, das ist, ich komme nicht in das Konzept. Warum dieser Tag? So, es ist einfach nicht wirklich sinnvoll. So, ich komme nicht. Es ist halt einfach wirklich mit nur noch so einem Gruppenzwang. Ey, mach das mit und du bist hip und flip oder sowas. So, aber es macht keinen Sinn. Es macht einfach so keinen Sinn, da so irgendwas mitzumachen. So, ich weiß nicht, ob ich einfach mittlerweile ein zu großer Boomer geworden bin oder so, dass ich das nicht mehr verstehe, aber ich komme nicht hinter das Konzept, warum das Leute geil finden, so. Gar nicht, du sagst irgendwie, in seinen Schnürsenkel sind offen, obwohl sie nicht offen sind. April. Naja, wenn ihr auch so demotiviert wie ich seid, dann bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entbündet meine Glocke und jetzt... Und die Riesenhüte, ja.